Warum gibt es so geile Skins für die Sword-Off? Und damit recht herzlich willkommen zum heutigen CSGO Top 10 Skins Video. Beim Erstellen der Liste habe ich festgestellt, dass da mindestens 3 Skins drauf sind. Eher sogar 5, die auf jeden Fall auf allen anderen Waffen auch am Start sein sollten. Aber nein, es ist auch der Sword-Off, die man ja so oft spielt. Fangen wir direkt wieder bei Platz 10 an und arbeiten uns hoch auf Platz 1. Aber erst noch vielen Dankeschön an. Skinbaron, unserem Partner, wenn es um Skins geht. Kaufen, verkaufen, pipapo. Guck mal da, Klappmesser, Farbverlauf, 180 Euro. Komm, wir gehen hier mal noch auf Englisch. Ist ja grauenhaft. Ich komme einfach nicht klar, wenn die Sachen auf Deutsch sind. Aber genug des Vorgeplänkels, los geht's. Platz Nummer 10! Da liegt die Sword of Breaklight, ein Skin, den ich noch gar nicht kannte. Und den ich jetzt auch nicht zwingend auf allen anderen Waffen sehen möchte. Also das ist noch keiner von denen. Schlimm ist er jetzt nicht, aber halt auch nicht wunderschön. Aber preismäßig, siehe da, wird trotzdem schon einiges verlangt. 2 Euro, 3 Euro, 3,60 Euro, 4 Euro. Und wir sind hier oben schon bei Factory Renew, also da scheint sich einiges hin und her zu schieben in der Preisvorstellung. Anderes Pattern, weniger weiß, wahrscheinlich mit mehr Rot mehr Wert. Sind die alle in FN? Seht ihr hier irgendeiner, die nicht FN ist? Ich sehe nur FN. Ja, die sind alle in FN. Platz Nummer 9. Da liegt die wunderbare Limelight. Hier geht der Skin über den gesamten Waffenkörper, was ziemlich nice aussieht. Die Farbwahl, die Abmischung, einfach dynamisch, läuft. Und der Preis geht hier auch schon etwas besser rein als auf dem 10. Platz, wobei das trotzdem noch immer irgendwie zu viel wirkt. Also 1 Euro für das Teil, ich weiß nicht, ob ich das, 25, okay, mit Stat-Track und FN. Platz Nummer 8 wird von der Highwayman belegt. Der Skin ist jetzt schon so ein bisschen nicer, dicer, passt vor allem auch sehr gut generell zu der Waffe. Also das könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich genau so mal hergestellt wurde. Früher vielleicht im Wilden Westen. So ein Kupferstich. Und im Wilden Westen befindet man sich hier auch bei den Preisen, denn es ist ein Wirrwarr, wobei auch natürlich jetzt hier gerade die ganze Sache ja nicht sortiert ist. Wir sind ja bei Best Deals, wir gehen einfach auf Lowest Price und lassen es uns dann sortieren. Skin Baron, hallo? Manchmal sind sie echt schwer beschäftigt, die Barönchen. So, also es fängt bei 28 Cent an und geht dann natürlich, je weiter es eben in die FN-Haftigkeit rutscht, auch nach oben mit dem Preis. 13 Euro ist der Track FN. Da würde ich doch lieber zu Platz 7 greifen. Und zwar zur Jorvik, die schon etwas güldener ist. Ist ein bisschen mehr drauf und es ist halt ein Schädel. Und ihr wisst ja, Totenschädel sind halt mein Metier, ne? Und das ist doch jetzt endlich mal auch so ein schöner Preis, um hier reinzutauchen in den Skin. Ne? 26 Cent in Stat-Track, ja gut, in Battle Game, aber hier unten wird es langsam besser. Und ja, Minimal wäre 40 Cent. Kann man machen. Nach unten, also Richtung besser, wird es logischerweise trotzdem teurer, aber ja. Die Sword of Origami liegt auf dem 6. Platz. Die genutzten Farben mag ich eigentlich gar nicht so gern, aber das Motiv gefällt mir halt sehr gut. Darum 6. Platz. Auf Skin Baron gibt es das Teil aktuell für unter 10 Cent in allen Kategorien. Ne? Field-Tested, die gibt es nur in Field-Tested, okay. Gibt es die auch hin besser? Ah ja, doch. Okay. Ja, trotzdem, die Preise gehen. Darauf folgt Platz Nummer 5. Da haben wir die Morris liegen und ich finde, hier fängt es schon an. Das ist ein Skin, bei dem könnte man sagen, wenn der auf einer AWP, M4 oder sonst wo drauf wäre, dann würde sich das wahrscheinlich schon irgendwie lohnen. Also lohnen im Sinne von, dass sich die Leute den Skin wahrscheinlich dann auch eher im Inventar halten würden. Aber so, halt nur auf der Sword of. Wer spielt Sword of Main? Niemand. Außer vielleicht Ghost Rider. Schwierig. Und das merkt man auch am Preis. Man steigt mit 4 Cent ein, es geht auf 5 hoch. Ja. So, und langsam aber sicher spielt hier die Musik. Ja? Und zwar auf Platz Nummer 4. Serenity. Da ist der Schriftzug jetzt nicht so passend gesetzt, wobei das auch so ein bisschen untergeht in den Flügelchen. Das ist ein nices Teil. Man merkt es auch direkt am Preis, dass man hier jetzt in ein Segment kommt, das langsam wieder ansteigt. Wobei es trotzdem echt krass ist, wie der Platz 10 und 9 reingeballert haben. Also finanziell. Wobei man hier auch ordentlich was hinlegen kann. Nun folgen wieder die ersten 3 Plätze, also könnt ihr wieder schreiben, welche eure Lieblingsskins sind in dem Waffenbereich und so weiter und so fort. Platz Nummer 3. Wasteland Princess. Braucht man nicht viel zu sagen, ne? So viele Kills habe ich schon ungefähr gemacht mit der. Circa. Ist eine Art Stat-Track-Vorrichtung. Love Kills. Und der Preis killt einen nicht. Guck mal, 1,69 Euro. Ja, 87. Was haben wir hier? 3,40 Euro. 4,2 in FN. Ja, ja. Aber bleibt einem dann noch genug Geld für den 2. Platz? Könnte schwierig werden bei der Devourer. 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 Ja. 2. Platz. Der Verschlinger. Da kann man sich natürlich weniger beschweren. Bei dem Skin haben sie auch wirklich die beste Wahl getroffen, die man treffen konnte. Und zwar den über die gesamte Waffe drüber zu ziehen und nicht irgendwie das Barrel oder sowas freizulassen. Nein. Komplett drüber. Ist das Teil jetzt auch genauso stolz wie den Stolz, den man erkennt, wenn man ihm tief in die Augen schaut? Ja. 666. Also es fängt hier in komplett Battle Game bei 1,66 an, schaut auch immer noch hinnehmbar aus und endet bei 25 Euro in FN. Aber was ist jetzt auf dem 1. Platz? Ein Kraken. Geil. Richtig, richtig sick.
Die Sword of the Kraken ist echt schön. Guckt euch mal dieses Gemälde an. Schade. Hier hätte ich mir schon noch ein bisschen mehr gewünscht, hier außen. Einfach, also tatsächlich mehr. Meeresschaum. Aber so geht's auch. So, ein erster Platz hat natürlich seinen Preis, aber der Preis ist hinnehmbar. Also würde ich zumindest sagen, klar, wenn man eine richtig schöne haben will, muss man dann wohl 40, 50 Euro hinlegen. Aber, guck mal hier. Guck mal, wir gucken bei 5 Euro. 5,17 Euro. Ne, wir gucken bei 4,80 Euro im Minimalware. Den Sticker, den kann man ja abgrubbeln. Dann sieht die immer noch saugeil aus. Und da haben wir es mal wieder geschafft mit diesem aktuellen Top 10 Video. Ich hoffe, es war interessant und vielleicht habt ihr auch ein paar neue Skins sehen können, die ihr davor noch gar nicht kanntet. Bin natürlich auch gespannt, was eure Lieblingsskins hier bei dieser Waffe sind. Und ja, dann werde ich jetzt den Stream vorbereiten. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Kommentare. Gerade im Moment bin ich wieder voll am Hinterherhasseln mit den Kommentaren. Also da sind noch ein paar offen, aber ich bin gerade am Aufarbeiten. Läuft. Und ja, dann bis gleich im Stream. 18 Uhr geht's los. Man sieht sich.